So. Anso Fati Muskelfaserriss, ihn ersetzt Collado oder Collado, ich keine Ahnung, wie ich die ausspreche. Also die spanischen Namen, aber dennoch stehen die Chancen gut, dass wir gegen Valencia auch gewinnen. Wir stehen sowieso sehr schlecht, wir sind ein stärkeres Team. Und da ist das Tor. Quer, leg ihn doch quer. Tor, was? Normal steht er doch immer in die Klinik. Nein. Oh, kein Platzverweis, das wäre jetzt mega unnötig. Sehr schön. Gut, draufgehen. Sergio Roberto. Och, was? Das habe ich ja, glaube ich, noch nie gelesen. Mut der Seelen allein. Ja, Petri. Wir sind Tabellenführer. Mir wäre was anderes rausgerutscht. So. Oh, so. Hey, Pluto. Hallo, Leute. Ich bin's, Mickey Mouse. Ja. Der ist verletzt. Kommt halt um Titi. Ach so. Also, die Ex-Spieler sind in der ganzen Liga verstreut. Aber ein Großteil auch bei Sevilla. Lass sie ran, da denn sie... Nein! Das obligatorische Gegentor. Nein, ihr seid so dumm! Das wäre die Höhe. Von diesem Vallejo. Der ist doch von... Ach. Der ist nicht schlecht, aber... Naja. X-Middle School Security Team. Da kennst du Vallejo. Fillmore hieß das, die Serie. Jetzt kommt Bilbao. Naja. Geht schwerer, Kapi. Bis gleich zu Hause. So, Ribéry wird sagen, Stimmung positiv, keine Probleme. Ich habe nämlich den Jungs mal gesagt, dass sie nicht in der zweiten Mannschaft spielen, sondern halt Stammspieler sind. Und dann ist jetzt die Moral sehr schön hochgegangen, weil das ja auch tatsächlich stimmt, das ist ja nicht gelogen. Der Torhüter hatte drin, dass er in der Amateurmannschaft Stamm spielt, aber der ist Stammspieler. Ja, Raul Garcia, ey, wenn ich sowas schon lese. Unai Simon, drin. Nein. Ah, und ich habe jetzt Rodado rausgenommen. Ich habe jetzt Ansumane Fati in den Sturm und Collado auf links. Der gute Standardstritt anscheinend. Schade, auch. Och, keine rote Karte. Die Chancenverwertung ist katastrophal. Tor, okay. Ich nehme alles zurück, sorry Frankie. Sehr schön. Motivieren und weiter. Aufgehen. Da ist es. Die können kein zweites Tor schießen. Die können das einfach nicht. Der Markus, der spielt doch auch schon 1000 Jahre dort. Drauf. Ich sag es noch, sie können es nicht. Mann. Die verlieren das noch. Voller Angriff, mir egal. Tor! Tor! Es bringt was! Okay. Er nimmt Ansu Fati raus und bringt Rodado. Ich lass Alfred Schreuder einfach machen. Oder Schreuder. Ich hab das richtige Händchen. So, das richtige Händchen. Nächstes Spiel gegen Elche. Zum 10. Mal gefühlt. Bis gleich. Ich sitze auf der Tribüne, aber wie würde Apache 207 sagen? Kein Problem. Ich vertraue den Jungs. Ich vertraue Schreuder als Co-Trainer oder Schreuder oder Scheuermilch. Irgendwie heißt er schon. Tor. Ja. Und jetzt kriegen wir das Gegentor und dann schießen wir das 2-1. Es ist nämlich jedes Mal so. Ui, nee, wir schießen das 2-0 und kriegen dann das 2-1. Vielleicht müsste ich öfter auf der Tribüne sitzen. Gewaltschuss. Fidel Castro tritt die Ecke. Ecke? Wir verursachen so viele Ecken, das kann nicht sein. Ecke, Ecke, Ecke. Ecke Häuser. Der ist doch bei Sky. Und der führt nur Marco Reus. Oh, die Fans, da rasten sie aus. Also, dass wir dann immer so strugglen. So, motivieren und der Rest, ja. Alfred, du machst das. Ich sitze mal wieder irgendwo auf so einer komischen Schale und hab schon das vierte Bier drin. Aber die Jungs gewinnen ja.
Es wechselt aber wild durch. Technische Schwierigkeiten. Ich bin kurz auf den falschen Knopf gekommen, da hat er alles umgestellt. Aber ihr habt nichts verpasst. Nicht mal das 3-0. Perfekt. Schön. So spielt ein Titelanwärter, würde ich sagen. Endspurt, noch 10 Spiele. Nächstes Spiel gegen Osasuna. Osasuna? Bin ich blind? Hier, 13. Schlagbar, machbar. Wir haben uns die meisten Chancen raus. Die zweitmeisten Chancen. Ja, und schießen eigentlich geht so Tore. Naja, bis gleich. Was? Ich sitze schon wieder auf der Tribüne, aber vielleicht ist das ein gutes Omen. Freunde der Sonne, wir haben gegen Paris zu Hause 1-0 gewonnen. Wir sind nach 5 Minuten in Führung gegangen und haben gemauert bis zum geht nicht mehr. Und die Abwehr hat gestanden wie eine 1. Und pass auf, Osasuna schießt wieder ein Tor. Das wäre nämlich so typisch. Er rutscht weg. Ach, Ansu. Ja. Nicht Ante Budimir, mein Endgegner. José Angel. Oh, drüber. Der ist drin. Ja, er fällt das Bein aus dem Tor. Danke, Nico. Oder danke Jan Sommer zum Beispiel gestern. Der mir in Kickbase sehr viele Punkte eingebracht hat. Mit 2 gehaltenen Elfmetern in einem Spiel. Das war ein wildes Spiel gestern. Gladbach gegen Leverkusen. Aber es geht jetzt hier um Barcelona. Auf einmal gewinnt Atletico alles, ne? Was ein Zufall. Yellow Card für Ansumane. Ich muss wechseln. Wechseln? Ich springe Rodado. Und ich bringe mal... Ich nehme Dest raus. Ich weiß nicht, wie der andere heißt. Wagyu Steak. Wagyu Fleisch. Kein Gegentor. In nomine Patri. Schön. Wir können von mir aus jedes Spiel 1-0 gewinnen. Aber wenn wir dann 0 halten, das wäre halt schon wichtig. Real Madrid. Bis gleich. In Madrid. Im Bernabeu. Hallo Madrid. Ach nee, ich bin der Barca-Trainer. Pfui. Mal wieder. Sir Alex Ferguson. Ich denke, das schadet seiner Gesundheit, glaube ich, eher, als dass es ihm irgendwas bringt, hier Trainer zu sein. Nein, Torwart. Naja, ist noch nichts verloren? Oh, jetzt bitte geh mal rein, bitte. Ja! Ich sage, es ist nichts verloren. Jetzt ist alles verloren. Gelb! Klare gelbe Karte. Motivieren. Torhüter. In den wichtigen Spielen nicht jetzt hier so. Bitte save. Ach, Tor, Asensio. Oh mein Gott, ey. Das ist so eine Gurkentruppe. Und auf einmal spielen die Weltklasse. Es kommt auch noch Usman Dembele. Schön, Torhüter. Bea. Ach, das ist doch... Die spielen auf einmal Weltklasse, oder was? Die spielen sie auch noch auf Zeit im eigenen Stadion. Das ist so traurig. Oh mein Gott, ihr seid das volle Angriff. Ja, noch ein Rainbow Flick. Hansi. Naja, 3 Punkte sind machbar. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Bretter, außer vielleicht noch Sevilla, das noch ein Brett ist. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles hinter uns und müssen eigentlich jetzt punkten. Bis gleich. Leider, Freunde. Hat es nicht gereicht gegen PSG. Das habe ich ja auch können denken, dass das auch dafür, dass wir 1-0 gewonnen haben, mit Ach und Krach, dass das im Rückspiel in Paris dann doch nicht reichen wird. Dafür muss es jetzt umso wichtiger, dass wir gegen Sevilla gewinnen. Gegen Sevilla, wie Uli Hoeneß sagen würde. Juan Bernat. Der war dran schuld, dass wir fast gegen Sevilla rausgeflogen wären. Tor! Yusuf De... Nein! Immer diese Gegentore! Mann, ey. Das ist so dumm. Ich würde jetzt eigentlich schon gern Meister werden. Aber so nicht. Die Moral ist doch so gut. Ich habe es nur mal gepusht und die Versprechungen gemacht, die ich niemals einhalten werde. Ich habe jedem gesagt, dass ich zum Nationalspieler mache. Ich will nämlich Meister werden.
Tor, Gott sei Dank. Und mach das dritte, mach das dritte, mach das dritte. Aber es ist auch irgendwie komisch, dass wir die ganze Zeit das Spiel machen und wenn wir ein Tor schießen, kommt direkte Schuss von Sevilla. Oder vom Gegner generell, so kurz wie vor. Guckt euch an! Wie kann man da nur zwei Tore schießen? Egal, ob die Jungs jetzt gut oder schlecht. Das sind eigentlich gute Jungs. Wie ich ja gerade mit den Händen rumfuchtel. Das sind gute Jungs. Ja, drei Punkte. Atletico wird federn. Nächstes Spiel. Nächster Dreier gegen Levante. 15. Bis gleich. Gegen Levante. Die haben doch genauso ein Ding über dem Logo wie Valencia. Auch eine Federmaus, oder? Sieht so aus. Die Levante. Drauf, drauf, drauf. Das ist keine gute gelbe Tor. Tor, Tor und weiter. Seht ihr? Direkt wieder die Chance für Levante. Yellow Card für Demir. Unnötig. Schade. Weiter. Vollgas. Ein Punkt wäre es bis jetzt nur. Ein Punkt. Oh, kein Platzverweis hier. Jetzt sind es wieder drei Punkte. Ich springe auf rechts. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann das Dest? Ja, Dest kann das. Dann kommt Wacky Steak. So, Rodado und Mingueza. Ich denke mal, das passt von der Aussprache her. Ich bin Native Speaker. Native Spanish Speaker. José Morales, das ist auch schon 1000 Jahre dort. Und wieder wird alles abgegrätscht und das ist. Oh, ich wollte schon sagen, ich wollte die Maus schon werfen. Wieso gewinnt Atletico alles plötzlich? Was ist das für ein Quatsch? Gut. Ja, nicht verdammt, machen sie das zweite. Drei Punkte Vorsprung aus Sociedad. Irgendwie gewinnt jeder gerade alles hier. Cadiz, Tabellenletzter, immer noch die wenigsten Chancen. Auf geht's. Sieg, Sieg und weiter. So, ich bin gewillt, das mache ich jetzt auch. Direkt voller Angriff. Wir zerschießen die direkt. Für die Moral und dass wir gar nichts anbrennen lassen hier. Auf geht's. Sag ich doch. Und weiter. Auf geht's. Zerschießt sie. 17-0 will ich jetzt hier. Ja, weiter, 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 weiter. Das können wirklich ein kein Gegentor jetzt da kommen. Ehrlich, gegen diese Gurken. Ecke. Und rein damit. Hinein ins Glück, der geht rein. Ach nee. So. Kurz bescheißen. Hier. Gucken. Das ist Frankie schneller. Ja, easy. Kommt schon. 4, 5, 6, 7 machen. Ja, ach, easy. Auf geht's. Das ist zu wenig. Wenn es zum Schluss auf die Tordifferenz ankommt. Vollgas. Nein. Nicht so. Vollgas. Wir Vollgas. Nicht die. Och. Ach. Das ist schlecht. Mal ganz ehrlich, wir haben schon wieder Chancen für drei Spiele. Und wir führen auch nur 3-0, weil die einfach nur absolut scheiße sind. 3-1. Nein. Das ist so amateurhaft. 3-2 am besten noch, komm. Außennetz, aber auch mit viel Glück, ey. Im Grunde ist es egal, 3 Punkte sind 3 Punkte, aber wie schon gesagt, Tordifferenz vielleicht am Ende. Nächstes Spiel gegen Sociedad, 3. Auf geht's, wichtiges Spiel.